Hallo, LibreOffice Einführung in Writer. Kopf- und Fußzeilen erstellen. Eine Kopfzeile ist ein Bereich, der am oberen Ende einer Seite angezeigt wird. Eine Fußzeile erscheint am unteren Rand einer Seite. Informationen in einer Kopf- oder Fußzeile, wie zum Beispiel Seitenzahlen, werden auf jede Seite des Dokuments mit dem gleichen Seitenstil eingefügt. Um eine Kopfzeile einzufügen, wählen Sie Einfügen, Kopfzeile, Standard oder eine Seitenvorlage, die Sie erstellt haben. Weitere Informationen wie Seitenzahlen, Dokumententitel und Kapitelüberschriften werden häufig in der Kopf- oder Fußzeile dargestellt. Diese Elemente werden am besten als Feldbefehle hinzugefügt. Auf diese Weise werden die Kopf- und Fußzeilen automatisch aktualisiert, wenn sich etwas ändert. Hier ist ein typisches Beispiel, bei dem der Titel des Dokuments in der Kopfzeile eingefügt wird. Wählen Sie Datei, Eigenschaften, Beschreibung und geben Sie einen Titel für das Dokument ein. Okay. Fügen Sie eine Kopfzeile ein. Einfügen Kopfzeile Standard, was schon getan wurde. Setzen Sie den Cursor in die Kopfzeile. Das ist hier der Fall. Wählen Sie Einfügen, Feldbefehl, Titel. Der Titel sollte auf einen grauen Hintergrund, der aber nicht mit gedruckt wird und dessen Sichtbarkeit über Ansicht, Markierungen, ausgeschaltet werden kann, erscheinen. Um den Titel für das gesamte Dokument zu ändern, gehen Sie zurück zu Datei, Eigenschaften, Beschreibung und Titel. Okay. Neuen Titel eingeben. Okay. Anschließend müssen Sie den Eintrag aktualisieren. Gehen Sie dazu auf Extras, Aktualisieren, Felder oder drücken Sie die Taste F9. Ciao und viel Glück.